Willkommen zu einem weiteren Sportpanorama. Vor 3 Wochen war in dieser Sendung mein Reporterkollege Hans Juckers Gast. Es war der Tag, als er pensioniert wurde. Und wir haben zurückgeschaut auf 40 Jahre Sport am Fernsehen, wo er mit seiner unnachahmlichen Art und Weise mitgeprägt hat. Und jetzt, nur 3 Wochen später, ist er gestorben. Gestern im Alter von 65. Sie können sich vorstellen, wie traurig, dass wir halt in der Abteilung Sport sind, wo mit dem Hans zum Teil während Jahrzehnten zusammen geschafft haben. Aber Betroffenheit, die geht weit übers Fernsehen aus. Hans Jucker hat über 10.000 Stunden beim Schweizer Fernsehen kommentiert. So viel wie niemand anders. Er hat sich selber als Generalist bezeichnet. 3 Sportarten hatten es ihm aber besonders angetan. Sie gibt alles jetzt, die letzte Kombination. Der Skisport, er war dabei bei den großen Schweizer Erfolgen. Vreni Steiner ist Olympiasiegerin. Hier in Lillehammer. Vreni Steiner konnte sich den Skisport ohne Hans Jucker zu ihrer aktiven Zeit nicht vorstellen. Erstaunlicherweise musste sie in den letzten Wochen viel an Hans Jucker denken. In dem Rückblick, den er jetzt gegeben hat, den er jetzt aufhören konnte, hat er immer noch mich erwähnt. Und ich habe mir jetzt so, das Wochenende wollte ich nicht stören und habe mir so vorgenommen, den nächsten kommenden Tag, die kommende Woche, drücke ich mich bei ihm melden. Und das ist ja so etwas, was mir jetzt wehtut, als ich jetzt das versummt habe und das nicht mehr machen konnte, immer so Danke sagen. Und das ist ganz schlecht von mir, ja. Das, also man etwas so versummt und auf einmal ist es zu spät. Aufpassen, Markus, die Zeit stimmt doch. Der Pferdesport. Bis zuletzt eine Passion von Hans Jucker. Und er schafft es! Er schafft es! Markus Fuchs ist der Sieger der Klassik von Zürich. Die Karriere von Markus Fuchs wurde während 25 Jahren durch die Stimme von Hans Jucker begleitet. Der ehemalige Spitzenreiter erinnert sich. Der Hans hat wirklich einen guten Sense of Humor gehabt, muss man also wirklich sagen. Wir haben manchmal lachen mit ihm zusammen. Und ja, mein Lieblingsgericht ist Fleischvögel zubereitet von meiner Frau. Und da habe ich doch den Hans mal eingeladen zu uns für das Gericht. Ja. Ja. Der Radsport. Ein großer Moment für den Schweizer Radsport. Immer an seiner Seite. Co-Kommentator Jean-Claude Leclerc. An den verschiedenen Velorundfahrten haben sie zusammen zehntausende Kilometer zurückgelegt. Langweilig wurde es dabei nie. Er war auch sehr ein offener Mensch, hat sehr viel gewusst. Zum Beispiel war er ein profunder Kenner von der politischen Szene. Und das hat natürlich auch zu Gesprächen geführt. Er war weltoffen, er war sehr interessiert. Er hat zum Beispiel auch keine Barriere gegenüber anderen Generationen. Und heute würde man sagen, er war wirklich ein cooler Typ. Cool, kompetent und mit dem nötigen Humor. Während 46 Jahren beim Schweizer Fernsehen. Adieu, Hans.